Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Und wir müssten jetzt dann schon das letzte Level betreten. Ja. Du bist oben angekommen, Lara. Ab jetzt geht es nur noch abwärts. Sie heben eine neue Armee von Atlantis aus. In dieser Pyramide entstehen weit mehr Soldaten, als du gesehen hast. Der Sion gibt mir die Macht, alles zu erschaffen, was ich will. Ach, und was wollen Sie, Nadla? Ich will die Dreifaltigkeit. Teohokan und Qualopec waren zu schwach, um zu zerstören, was dem siebten Zeitalter im Wege steht. Aber du bist stark genug, diesen Platz einzunehmen. Die Unsterblichkeit hat ihren Preis. Doch was sind schon ein paar Leben für deinen Traum? Das ist Wahnsinn. Nein, danach hast du immer gesucht. Die Antworten, die du dein Leben lang finden wolltest, liegen im Sion. Du bist nicht zufällig hier, Lara. Nein, du bist hier, weil du hierher gehörst. Das bist du. Tut mir leid, Vater. Komm. Fall runter in die Lava. Lass los. Ja doch. Scheiße, wenn man nur noch eine Hand hatte.
Killer 3. Yeah. Ich bin voll der Killer, ey. Endlich wieder ein bisschen Muni. Muni, Muni, Muni. Alles bei ihm durchladen. Sehr schön. Ach ja. Heftig, heftig. Tja, jetzt müssen wir ja endlich nur noch rauskommen, ne? Rein theoretisch. Genau. Also so macht man es nicht, liebe Kinder. Sehr schön. Hey, ich wollte euch natürlich nur den neuen Ladescreen mal zeigen, ist klar. Aber das war jetzt echt sowas von doof. Da kann man echt nicht sterben. Also wenn ich mich daran hinterher noch erinnere, habe ich gutes Material für meinen Jahresrückblick. Die dümmsten Töde. Töde. Die dümmsten Töde, genau. Okay. Sieht eigentlich nach einer Falle aus, aber ich muss es ja so machen. Dachte ich mir nämlich, dass die dafür auch reingeht. Das war ja gut getimt von mir. Okay, cool. Secret ist ja hier nicht noch oder sowas, ne? Nee. Wie viel gibt's hier überhaupt? Es gibt 4 Artefakte, aber keine Reliquie. Okay, nice. Aber viel kommt ja eigentlich nicht mehr. Ich meine, welche Räume kommen denn noch, die wir auch so kennen? Oh nö. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Freund. Die normalen Pistolen sind ja eigentlich stark genug sogar, ne? Cool. Da oben ist auf jeden Fall ein Artefakt. Aber Schrotflinte habe ich schon wieder ziemlich viel sogar, ne? Da kann ich schon... Ja, habe ich schon fast wieder voll. Kann ich mal ein bisschen mit rumballern. Oh, die geht dafür aber zu. Das will ich aber nicht. Ich glaube, das kann man aber nochmal rückgängig machen. Jedenfalls hoffe ich das. Ja, doch, müsste. Weil ich muss ja überhaupt erstmal die Kiste von da oben runterkriegen. Oder kann ich die so runterziehen? Nee. Dann ist alles gut. Dann habe ich mir noch nichts verbaut. Okay. Okay, okay, okay. Wow. Ach, dieser schöne Raum. Wow, was war das denn? Aua, lass das doch mal. Hallo, ich würde gern irgendwas... Meine Frische. Alter. Unfaire Säcke seid ihr. Schieß mich hier die ganze Zeit mit Feuerbällen ab, dass ich mich gar nicht bewegen kann, ey. Ich glaube, es hakt. Aber gewaltig sogar. Ihr seid scheiße, wisst ihr das? Aber so richtig scheiße seid ihr. Aber genau, diesen Raum kennen wir doch schließlich auch noch, wenn auch ein bisschen anders. Nur, was ist denn hier? Okay, hier ist nichts. Hier ist nur eine kleine Höhle zum sich verstecken und wohlfühlen. Oh, und hier ist ja ein Schalter. Okay. Erstmal Luft holen. Genau, da sind diese 3 Tore, die kennt man ja. Aha! Das ist gut.
Dadurch kriege ich da diese Kiste auf jeden Fall. Na, kommst du raus? Nee. Jetzt kommst du raus. Zu spät. Ach, guck mal, noch ein Artefakt. Tot? Ich glaube ja. Cool. Wow, 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 wo? Du lebst ja noch. Tja, aber jetzt lebst du nicht mehr. Nicht, ich. Ich dachte schon, so ein Zentaure kommt jetzt hier irgendwie an. Aber war's nur. Du kleines Viech, ey. Ups. Ach, Kind. Ah, sehr schön. Dadurch komme ich an das Secret noch ran. Und die Tür bleibt sogar trotzdem auf. Ist ja nett. Ist ja richtig nett. Ding ist nur, wie mache ich das hier? Da oben ist ja. Da oben soll ich irgendwie hingelangen. Dazu muss ich hier so einen ganz komischen Weg gehen. Aber von hier aus komme ich da doch nicht ran. Oder sehe ich das falsch? Ach so, doch, komme ich. Stimmt. So, 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 so. Okay. Versuchen wir es. Wow, 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 wow. Ganz schön knapp. Aber machbar. Das ist ein bisschen sehr hoch. Bitte etwas tiefer. Dankeschön. Immer noch etwas hoch. Jetzt noch tiefer. Dankeschön. Noch einmal. Kameramann knutschen und... Genau. Perfekt. Perfekt. Lara, ich bin stolz auf dich. Ausnahmsweise mal so zur Abwechslung. Hier ist auch der einfachste Schalter von allen. Lara, du darfst aufhören zu schießen. Danke. Genau, stimmt. Wir müssen auf diese Schalter dann immer danach noch schießen. Ich glaube, ich hole mir erstmal das Artefakt. Weil die Tore dürften ja auch nicht auf Zeit gehen. Also rein theoretisch. Jetzt kommt ein Gegner. Na, kommt ein Gegner? Doch nicht? Hatte ich so in Erinnerung. Aber okay, wenn keiner kommt, bin ich ja umso glücklicher. Okay. Der ist auch noch ganz einfach. Okay. Ach, du schläfst weiter? Okay, lol. Du auch? Ah. Okay.
Aha. Sehr, sehr schön. Du schläfst weiter? Echt? Okay. Soll mich nicht stören. Okay, hier kann ich nicht abkürzen. Alles klärchen. Oh je, jetzt fängt es hier richtig an zu beben und abzugehen. Ein Grund zu speichern. Und richtig mies ist ja, dass sich da so eine komische Werbeanzeige fast schon über meine Aufnahmezeit gezogen hat, dass ich fast nicht sehe, wie lange ich aufnehme. Aber doch, ich sehe es gerade noch so. Eigentlich ist es gerade ein ganz guter Punkt sogar zum... okay, ich pausiere lieber. Ein ganz guter Punkt, um den Part hier zu beenden. Jetzt, wo hier praktisch ein neuer Abschnitt schon wieder beginnt. Und ja, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Wempe. Ciao.